Herzlich willkommen zu einem neuen Part von. Hätte auch was sagen können. Ja, von Monster Hunter World. Ja. Iceborne. Und, ja, und heute. Ja, und heute. Ultimate Generations. Irgendwas. Und heute suchen wir ein giftspuckendes Wesen namens. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Boss war. Ach, der Pukai Pukai. Weißt du, ob irgendwas noch? Oh. Ja, genau, du doofes Hühnchen. Nein, ist kein Huhn. Na toll, er speit mich an. Jetzt habe ich auch noch Dingsbums bei mir. Keine Sorge, der Pro ist gleich da. Du hast noch einen dritten Spieler für uns gefunden? Nee. Okay, dann haben wir keinen Pro bei uns. Doch, ich. Du seist ein Pro. Hm? Du hast einen Pro für uns. Also, ja, wo ist denn der? Das sagst du, aber wir wollten einen Pro haben und nicht. Wir wollten einen Pro-Spieler haben. Ja, Pro bin ich. Ob du es warm willst oder nicht, aber das ist so. Wir wollten einen Pro-Spieler haben in der Gruppe. Und du bist einfach nur jemand, der mich immer sabotieren will. Ach, schon wieder. Warum wollt ihr mich alle immer sabotieren? Hast du ihn gerade geritten? Ich hätte versucht ihn zu reiten, aber es wurde wegen eurem, wegen euch, wurde ich abgeschüttelt. Warum sammle ich hier die ganze Zeit Tümpelkapseln von dem Vieh ein. I don't know. Wollt ihr uns verfolgen? Ich glaube ja. Auf der Falle wird. Ja, habe ich bemerkt, dass es paralysiert ist. Das habe ich abgeschüttelt. Irgendwie ist das Gleichgewicht hier bei Iceborne bei den Monstern schon so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten, ne? Warum? Puka Puka wäre jetzt eigentlich noch nie in der Wüste gewesen. Ich glaube doch, ich müsste mal kurz gucken. Wir haben. Oh nice, die machen ihm Schaden hier. Wer denn genau? Ja, wow. Dieser Kaktus. Okay, der Puka Puka lebt entweder im uralten Wald oder in der Wildtumödnis.
Doch, es ist hier auch ein Einzelgebiete. Bloß aber der kommt es. In World war es noch nicht der Fall. Die. Keine Ahnung. Ich hab schon die Uploaded-Version von den Dateien. Vielleicht hat sich's wirklich durch Iceborne geändert. Ich will hinten an dem Schweif. Okay, doch nicht an dem Schweif. Irgendwelche Monster machen hier so viel Lärm. Ich kann mich nicht konzentrieren. Los, Pukai Pukai. Endlich. Oh. Danke, Leute. Ihr habt wieder meinen Ritt versaut. Was? Ist doch umgefallen, das war alles gut. Ja, ich wollte aber nicht die Abschlusskombi machen, die ja euch am meisten Schaden macht. Darum geht's ja beim immer. Dadurch habt ihr immer meinen Ritt versaut. Läuft der denn immer hin? Oh. Pukai, du bist einfach nervig. Ja, erstmal eine Genesung hinsetzen. Der rennt mich so oft um. Gut gemacht, Katzen. Wo geht's weiter? Let's see. Mein Gesundheitsbooster ist kaputt. Du bist schuld daran. Yes. Wie gesagt, du bist nur da, um mich zu sabotieren. Du bist kein Pro. Du bist einfach nur jemand zum sabotieren. Mhm. Wie du auch extra den Puckel Puckel zum Barott geschickt hast. Alles taktet. Oh Mist. Du bleibst schön hier. Er ist schon fast K.O. Also. Komm. Oh Mann, ich hab grad gedrückt, ne? Mist.
So. Tödliches Giftbeutel. Erstmal ein paar alte Federn sammeln. Aber wir müssen sie nicht fangen, ne? Ich habe mir die Quest nicht durchgelesen. Ich erjag das nur mit dir. Ich dachte, du wüsstest, was die Aufgabe ist. Ja, kein Problem. Okay, das heißt, entweder fangen, erlegen oder... keine Ahnung was. Was wollen wir machen? Ich wähle das letzte, das dritte. Und totale Vernichtung. Aha. Habe ich mal mitgenommen, die totale Vernichtung. Wie scheint, hast du es schon geweckt. Warum denn nicht? Bam! Ey! Irgendeins dieser kleinen Witzläuse hat mich mit einer Bombe abgeworfen. Oh nein! Ich hab keine Ahnung, was eine Witzlaus ist. Könntest du bitte aufhören, mich wieder zu schlagen? Oh. Na teuer, er steht jetzt im Gift. Hat der irgendeinen Schaden? Ja. Und du läufst ins Gift rein. Weil ich schon vergiftet bin nach Job Damage. Der liegt doch gut. Ja, die Sabotage war wieder mal perfekt. Ja. Erst ein paar Witzleute schlagen. Die nerven nur. So, einmal hier. Einmal da. Nochmal hier. Noch einmal da. Und da ist die größte Witzlaus. Oh. Sie ist abgeprallt. Weil ich ein Gott bin. Nein, ich habe dich getroffen. Ich habe davor hab ich nur zweimal da irgendwie den Stein getroffen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es ist passiert. Ich hoffe, man kann die Materialien für irgendwas Nützliches haben. Schon wieder nur Müll als Juwel. Let's see what I got. Nobody interested it. Ja, geht. Was ist die nächste Massakrierung, die wir durchführen sollen? Gucken wir gleich mal. Das Wichtigste zuerst. Ein heißes Bad ist das perfekteste für Körper, Seele und Füße. Und zum Wichsen ist es auch gut. Wir sind immer noch online. Vergiss das nicht. Tut mir leid, Leute. Es schauen immer noch Minderjährige zu. Vergiss das nicht. Für die ist sowas. Tut mir leid, das wird jetzt seltener vorkommen. Ugh.
Passt das? Mal Ausrüstung ändern. Great. Welche nehmen wir denn diesmal? Also welches Messer kommt überhaupt als nächstes? Oh, lass dich überraschen. Ich krieg eine Krise. Keine Meise. Nein, eine Krise, weil ich habe extra meine Kiste so schön sortiert und was passiert? Sie hat sich zurücksortiert. Alles Sabotage, Dominik. Katanik. Meine Güte. Ja, du bist alles. Du bist die größte Sabotage, die ich in diesen Parts hier habe. Ja. Normal. So, jetzt habe ich ja richtig sortiert. Ich hoffe, es bleibt diesmal so. Und was ist. Ich wollte schon wieder zur falschen Dame hinlaufen und sie zu fragen, welche Quest. Oh. Beitreten. Verfügbare Aufgaben, Scherz. Optionale Quests. Oh. Arbeitsverweigerung. Ja, das klingt nach dir. Ich arbeite mal fleißig. Ich bin ein fleißiger Dude. Ja, aber in meinen Parts arbeitest du immer gegen mich. Das ist eine echte Arbeitsverweigerung. Mhm. Und jetzt ist sogar noch Chips. Das ist kein Vorwurf, aber ich weiß, dass du nicht essen darfst, aber manche finden sowas nicht sehr gut, wenn es in ein paar das auftaucht. Tut mir leid, ich bin sehr professionell. Ich pack das Mikro ein bisschen weiter zur Seite. Also nicht mein Headset, sondern das Mikro nur. Damit das ein bisschen leiser ist. Also mal sehen. Es hat eine Schwäche gegen Donner, Wasser und Eis weniger und von Gift. Hab ich die Giftwaffe überhaupt? Habe ich die wieder vergessen zu bauen? Ausrüstung ändern. Gut, der ist richtig. Habe ich wirklich keine gute Blitzwaffe? Dann bleiben wir bei Eis. Kann ich endlich wieder mal Doppelkling spielen? Ein wahrer Traum ist wahr geworden. Ich habe schon was gegessen. Mann, David, dann kann ich dir gar nicht mehr so auf die Nerven gehen. Was? Dann kann ich dir gar nicht mehr so sehr auf die Nerven gehen. Wieso? Weil du Doppelkling spielst. Na. Doppelkling machen aber mehr Spaß bei großen Monstern, nicht bei so welchen, ja, mittleren Monstern. Na, der ist schon nur klein. Kleine Monster sind für mich diese nichtsnützigen Fußwanzen, die wir haben. Und große Monster sind die ganz großen. Während mittlere Monster sowas wie der Jan Kuku sind oder der große Jagras oder das Vieh. Alles wo. Ja. Naja. Ist er so schnell? Krass. Den Dodo. Keine Ahnung was. Nein, der ist nicht Dodo. Oh, ich hab den falschen Mantel an. Also ich hab ihn vergessen mitzunehmen. Den richtigen. Wir kommen.
Ich brauche paar Steinchen. Was hast du mit dem gemacht? Okay, der hat irgendein Problem. Extrem unverschoben. Mann. Ja, mein, weißt du, wie der Ausweichschuss bei mir gerade war? Ich weiche aus Monster zu aus. Okay, es läuft gerade gar nicht gut. Es läuft gerade katastrophal. Könntest du bei der Sabotage wann anders durchführen? Es eskaliert. Eskalation. Oh Mann. Frau? Ich sehe die Stage und ich sehe von hinten schon den Juratodus oder was? Den was? Ich glaube, der jetzt nicht. Das ist Lava, ein Lavafisch. Lavas J. So heißt das Mistding. Was dann? Ernsthaft? Das ist ein Wassertyp. Ja, oder Lava. Zeit für Ohrenstöpsel. Mir macht der Ausweichschuss Spaß. Auch wenn ich manchmal Ausmaß hinzu ausweiche. Jo, das war nicht so gut Ausweich. Nein, das hier sollst du nehmen. Und du bist einfach nutzlos, Jäger. Bei neuen Munition. Nehmen wir die Steuerbomben. Das war nicht so mein Ziel.
Oh, ernsthaft? Ein Millimeter? Vor diesem Scheiß. Da können wir auch noch dämpfen. Ich bin gerade einfällt, ich wollte noch mal was nachlesen. Ja, das geht schon. Ach gosh. Aber wir machen das gut fertig. Es ist zwar noch nicht bereit, ja, aber... Wir haben seinen Schwanz abgeschnitten. Ja. In der Rumpel schon. Wir müssen immer weiter abhauen. Cool, und so einen Schwanz bekommt man dann eine Hartklaue. Macht Sinn. Was? Und so einen Schwanz bekommt man dann eine Hartklaue. Das macht ja gar keinen Sinn. Los und abfallen. Ach, lass mich den einmal abhauen. Hier gibt so viele interessante Sachen zu sammeln. Okay, das brauche ich nicht mitnehmen. Und er ist... Ach, oh blöd. Mann, das hier beim Ding auch mal. Hier beim Ding. Er liegt vom Grund. Ja. Ey. Du hast mich gerade abgeworfen. Boah. Und geschafft. Schleuerbomben. Treffen wohl nicht. Oh, das Matzaka! Ich glaube, das kann man nicht mehr zur Forschung nehmen, das Monster. Oh, was meinst du? Ich glaube, das Monster kann man nach meiner, wie ich danach noch präsentiert habe, glaube ich, nicht mehr noch nutzen für eine Forschung. Nee, das glaube ich auch nicht. Gut, man weiß jetzt, dass man aus dem Schwanz eine Kralle bekommt, aber... Schweif. Ich nenne es Schweif. Stimmt, Schweiß. Du wirst ja Schweiß spalten. Ich sage Schweif. Ah. Oh. B. C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, B, Q, R, S, U, V, W, X, Y, Z.
Und mit diesem und das nicht grandiosen und mit diesem nicht grandiosen ja Gesang beenden wir den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine halbe Stunde, 30 Minuten ist der Part schon. Hier der Part, euch noch einen schönen Tag, man sieht sich im nächsten und ciao. Ciao, ciao.